Und hallo und willkommen YouTube zu einem neuen Video, natürlich ein Reaction-Video, und wir gucken uns jetzt folgendes Video an. Und zu sehen ist sofort hier mein Freund, mein guter Bekannter Tom. Tom ist ja auch ein Streamer, könnt ihr gerne mal reingucken auf seinen Twitch-Kanal, der ist auch mal fleißig dabei und er arbeitet hier bei Case King, und deswegen steht er hier direkt vor der Kamera mit der Bezeichnung: Was zockst du? Kaya in das 20.000 Euro Setup. Der Kaya hat höchstwahrscheinlich also von Case King PC gestellt bekommen, der 20.000 Euro wert ist. Hätte ich übrigens auch mal ganz gerne, Case King. Dürft ihr mir gerne vorbeibringen. Ich sage auf jeden Fall nichts dagegen. Ja, und da gucken wir jetzt einfach mal rein, und ich bin gespannt, und ich muss erstmal gucken, ob der Ton auch in Ordnung ist. Nicht, dass hier wieder Kopfhörer Sennheiser ist drin. Das finde ich schon mal klasse. Ja, und dann gucken wir da jetzt einfach mal rein und reacten da ein bisschen was drauf. Aber ich mach mal Full HD, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wieso zeigt er denn nur 720p an? Ich habe hier doch volle Lotte Leitung. Also gucken wir mal, was der Tom hier so macht. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Tom von Case King. Und in Zusammenarbeit mit Nvidia präsentieren wir euch ein richtig, richtig geiles Duel-System. Denn dort haben wir eine Nvidia RTX 2080 mit 8 GB Videospeicher verbaut und als zweite Grafikkarte eine RTX 2080 Ti mit 11 GB Videospeicher. Und damit haben wie wir wie alt ist das Video maximale eigentlich? Performance beim Zocken. Auch wenn es von Februar ist das, okay. Ja, ist vom Februar, deswegen natürlich nicht top aktuell. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, wie alt das Ding ist. Aber trotzdem, wir gucken da mal weiter rein. Euren Bildschirm zu zaubern. Zum Beispiel Wolfenstein. Ach, Echo. Oder Control. Ach so, ist gar nicht über. Mein Sound ist gar nicht übers Headset. Ah, Mann, irgendwas funktioniert immer nicht, ne? Manchmal funktioniert alles. Headset einstecken, alles ist gut. Jetzt wieder nicht. Es ist eine Katastrophe. Jetzt ist Echo weg. Richtig, richtig geile Games, wo ihr dieses Feature komplett ausreizen könnt. Und wie das System ausschaut, wo diese beiden geilen Grafikkarten drin verbaut sind, das seht ihr jetzt. Oh, das Intro kenne ich gar nicht. Das ist neu, ne? Oder zumindest nicht ganz so alt. Die fahren jetzt oder fliegen jetzt zu Kaya und bringen ihn in den PC. Habt ihr ja auch mitgekriegt, ne? Dass der Berliner Flughafen, der BER, endlich eröffnet ist. Es ist unglaublich, der Running Gag des Jahrhunderts. Aber er ist jetzt endlich in Betrieb. Und das auch noch zur Corona-Zeit. War ein schneller Flug, ne? Ein paar Sekunden. Nicht schlecht. Mich würde jetzt interessieren, wer filmt. Wir fahren jetzt zu Kaya. Kaya, genau. Wir sind jetzt hier angekommen am Schweizer Flughafen und haben uns jetzt das Taxi hier geschnappt und fahren los. Das klingt eigentlich so wie Musik, die höchstwahrscheinlich einen Copyright-Claim bekommen würde, ne? Ist die denn frei zugänglich? Nicht schlecht. Moin Leute und Kritzi. Kaya, ich finde Kaya Johannes geil. Und ich mag ihn. Case King sind heute extra von Berlin in die Schweiz geflogen. Wir haben es hier. Nee, man sieht die Berge im Hintergrund nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben es uns in den Bergen gemütlich gemacht. Nein, wir sind zu Besuch bei den lieben Kaya Janar. Und den kennt ihr vielleicht noch. Wieso ist der so schüchtern? Was ist denn mit dem los? Der ist voll aufgeregt hier. Der guckt gar nicht in die Kamera und alles. Der weiß gar nicht, was er machen und sagen soll. Was ist denn mit dem los? Aus der einen oder anderen TV-Show und so, ne? Die Älteren unter euch. Genau. Und warum voll sind schüchtern. Wir heute hier, Johannes? Ja, wir haben zwei fette Systeme in einem Gehäuse dabei. Und natürlich ganz viel Streaming-Stuff und Audio-Equipment und was weiß ich nicht alles, weil nämlich der... Ja, der Corona-Abstand ist jetzt nicht unbedingt gegeben, würde ich mal so sagen, aber naja, so ein paar Leute dürfen ja. Ja, genau. C64 Mini, wie geil! Das ist der ultimative Rechner von Case King, kann ich nur empfehlen. Mit dem Kabel von Noblechair, ne? Sowas war's. Genau, sowas. Auf jeden Fall modern mit HDMI-Anschluss. Nee, der nette Herr hier neben mir möchte auf jeden Fall anfangen zu streamen, ne? Ja. Ah ja, Februar war noch nicht, ne? Corona ging erst im März so langsam los. Im März, April, ne? Habt recht. Die schreiben jetzt Februar. Ja, ihr habt recht. Da war Corona zwar schon in China, aber ist bei uns noch nicht so ganz angekommen. Der Spiele-Opa will nochmal, willst du nochmal wissen? Ich wollte jetzt eigentlich fragen, was zockst du denn eigentlich am liebsten? Oder? Oh, mir ist voll warm. Ich mach mich wieder nackig. Was ist denn so deine Idee, was du streamen möchtest? Also was ich wahnsinnig... Oh, jetzt habe ich so ein Gammel-T-Shirt an. Wusste ich gar nicht. Ja. Egal. Absolut mein Ding. Ich mag Rollenspiele. Und dann noch, wenn ich Zeit habe, Strategiespiele. Ja, und dafür haben wir natürlich auf jeden Fall... Caro, ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt, Caro. Ausziehen, ausziehen. Aber 20.000 Euro PC.
für Kaya Jana haben wir natürlich zwei Monitore auch mit ins Setup reinbekommen. Unter anderem haben wir hier von Acer den Nitro Cool Beach Noir. Das hier, ich glaube, das ist ein 5-Euro- oder 10-Euro T-Shirt. Das habe ich eigentlich so immer nur drunter, zum drunter anziehen. Damit gehe ich eigentlich nie raus, weil das ist irgendwie, ich mag so viel Schrift da drauf alle eigentlich so gar nicht. Ne? Aber naja, jetzt müsst ihr da mal durch. XV3 ist er, ist ein 4K-Monitor mit 144 Hertz und ein IPS-Panel. Und der Germane, vielen Dank für den Sub. Und als zweiten Monitor hat er Planschko. Dann noch einen... Planschko, komm, für Planschko mache ich mal eben Pause. Wenn Planschko mal wieder da ist, das muss auf jeden Fall gefeiert werden. Bravo, er ist auch mal wieder da. Unser ehemaliger Mod, dem wurde der Mod leider entzogen, weil leider nicht oft da, aber er hatte eine gute Entschuldigung. Nitro VG0 dazu bekommen, ist auch ein 4K-Monitor. IPS-Panel, aber nur 60 Hertz, soweit ich das sehen kann. Genau, nur 60 Hertz-Panel. Der große hier wird zum Zocken sein und der kleine ist dann halt eben der Monitor, um den Chat und alle anderen Sachen im Überblick zu behalten. Das ist coole Musik eigentlich, die finde ich cool. Die hätte ich auch gerne. Wo gibt's die? Ja, die geht mal eben zurück hier. So, was haben wir denn da alle? HDMI-Kabel, Stream Deck, das ist ein Mousepad, denke ich mal, ne? So, Deskmat, genau. Stream Deck. Was ist das? Mäuse? Ich weiß gar nicht, was das ist. So, das ist hier die Halterung. Keylight, gleich zwei Stück. Mir hatte Elgato ja nur ein Keylight geschenkt. Falls ich das schade finde, Elgato. Ich hätte gerne zwei. Aber irgendwann hole ich mir noch ein neues. Okay, den Nobelchefstuhl. Ja, und der PC, der kommt dann gleich höchstwahrscheinlich noch, ne? Ja, wenn man berühmt ist, kriegt man alles in den Arsch geschoben. Ja, dazu gehöre ich ja auch. Ich bin nicht ansatzweise so berühmt wie Kaya Jana, aber er streamt ja jetzt übrigens Kaya Jana. Ich ja nur mal zur Info, falls sich viele wundern, wie Kaya Jana streamt. Genau, doch, er streamt auf Twitch. Und ich glaube sogar einigermaßen regelmäßig. Und ich wusste auch nicht, ich habe mir mal gedacht, warum streamt er auf Twitch? Das hat er doch überhaupt gar nicht nötig. Der macht doch so viel Asche. Ja, aber es liegt tatsächlich an Corona angeblich. Der streamt auf Twitch, damit er mit seinem Publikum trotzdem für ihn da oder er für sein Publikum da sein kann. Jetzt auch in dieser veranstaltungslosen Zeit. Ne? Und das finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber ich habe mal reingeguckt bei ihm, was ich bei ihm nicht ganz so geil finde. Und das ist jetzt eigentlich Ironie in sich. Er ist natürlich einen ganzen Tag größer als ich, weil er natürlich viel, viel bekannter ist. Und er kriegt so viele Donations und so viele Subs und er bedankt sich die ganze Zeit nur für Donations und Subs. Ich habe da 10 Minuten vorgesessen und immer nur Danke hierfür, Danke dafür. Und das muss man aber mit einer gewissen Größe halt einfach nicht mehr so extrem viel machen. Auch wenn das natürlich schön und höflich ist, dass er sich für alles bedankt, das finde ich ja geil. Aber er sollte tatsächlich ein bisschen mehr erzählen, als sich dauernd zu bedanken. Ne? Das ist so meine Kritik daran. Aber sonst ist es einfach nur, Kaya Jana ist einfach der Geilste. Doch, ist wie so eine Überraschungstorte. Ich will auch so ein Streamingzimmer. Wie geil ist das denn? Da hinten hier schön ausgebaut, hier oben alles. Da hinten noch, keine Ahnung was für ein Raum, hier ein Streamingzimmer. Boah, ich will das auch. Ein richtiges, schönes Arbeitszimmer, wo ich streamen kann und YouTube machen und nicht mal alles vom Wohnzimmer aus. Ich bin voll neidisch. Drei, die große. Ja, Shadow Warrior schreibt es gerade. Ist wohl etwas neidisch, wie es aussieht, der Monty. Genau, so ist es. Warum soll ich das denn verschweigen, ne? Natürlich. Überraschung. 2, 1. Geil. Da ist die Bude. Weiß ich nicht. Kaya Jana ist ja überhaupt Technik-Fan. Weißt du überhaupt, was das ist so? Kennt er sich damit aus? Ich habe keine Ahnung. Der ist ja ziemlich genau mein Alter übrigens. Also ziemlich, ich glaube ein ganz bisschen jünger. Ja, jünger oder was. Aber weiß der denn überhaupt, was damit anzufangen? Ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube, der weiß nicht, was eine Grafikkarte ist oder eine CPU. Krass. Ja. Das ist schon geil, ne? Das hat Tom alles gebaut, denke ich mal. Das Ding sieht schon fett aus. Vor allem hier, ne? Das ist ja auch geil gemacht mit den Hardtubes hier. Das ist schon cool. Also ich glaube, ich würde fast sagen, ist das alles so, ist das nur Optik oder ist das jetzt wirklich nötig hier alles? Sind das denn jetzt 4 Radiatoren? 4 einzelne oder ist das ein großer oder was? Ich kenne das gar nicht. Hier ist ein Radiator, das ist klar. 2 Lüfter hinten. Das Gehäuse sagt mir jetzt im ersten Moment nichts. Aber wie ist das hier vorne aufgebaut? Sind das denn 4 Radiatoren, die miteinander verbunden werden müssen? Muss ja, ne? Kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. EK 420, 4x120, ne? Ja.
Wusste ich doch. Also allein wegen der Optik würde ich das tatsächlich auch schon machen. Weil das mit den Hardtubes hier vorne sieht ja arschgeil aus, ne? Ich würde es natürlich in Orange machen, ist klar. Aber es ist echt schick. Also optisch. Ja, die beim Casking haben schon was drauf. Boah, ist das geil. Alter. Wie geil ist das denn? Sieht das nicht fett aus? Mit dem schönen Corsair-Gehäuse vorne mit Glas und so. Echt, also da optisch ist der PC schon eine Wucht. Ist der Tom zufällig da? Ich guck mal eben. Ne, wäre jetzt ganz cool gewesen, wenn Tom auch noch da gewesen wäre. Ist er leider nicht. Auch schön gefilmt, ne? Alter. Okay, ganz geiles Foto. Krass, das ist ein Hightech UFO Alien. Ja, okay, er hat keine Ahnung. Okay, er hat keine Ahnung. Das trifft ganz gut, ja. Meine Lieblingsfarbe. Blau-Weiß? Zufällig in deine Lieblingsfarbe? Rein also zufällig. Meine Lieblingsfarbe ist eigentlich grün-gelb kariert, aber blau ist auch gut. Also blau ist super. Kann man auch noch umstellen, wenn du willst. Ne? Also, ne, echt? Keine Rahmenfolgestimme, das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Beleuchtung. Oh, wie das aussieht. Der muss auf dem Tisch stehen, oder? Ja, natürlich. Er steht auch gut hier, finde ich. So ein PC kannst du doch nicht unter den Schreibtisch stellen. Also, so weit kommst du noch. Keine, tatsächlich... Keine 8 Riegel drin? Was denn da für ein... Ja, okay, muss ja ein Threadripper drin sein, ne? Oder ist das ein... Nee, das ist aber kein Intel-System. Kann man jetzt nicht sehen. Ist das ein Intel-System? Den kann man wirklich nicht sehen, ne? Ich denke mal... Für Threadripper ist aber... Nee, ist zu klein, ne? Das ist bestimmt ein Intel-System. Ich dachte Threadripper? Ja, okay, dann ist gut, weil... Weil der Kühler sieht ein bisschen klein aus für einen Threadripper, aber okay. Weil Intel hätte ich jetzt definitiv nicht mehr verbaut. Aber ein Threadripper ist eigentlich, ist nicht nötig. Also ist jetzt auch nur wieder so eine Geschichte, um den PC möglichst teuer zu machen, haben den Threadripper genommen, weil die sonst so einen hohen Preis nicht hinbekommen hätten. Aber eigentlich für einen Streamer ist ein Threadripper absolut völlig schwachsinnig. Ich kann es nicht anders sagen. Ein 16-Kerner 3950X oder 5950X reicht vollkommen aus. Das ist too much. So in your face, weißt du, wenn du reinkommst. Also die Katzen sind aufs Klo gehen, die kommen hier vorbei. Yes. Oh, Wahnsinn. Steht das unten in der Beschreibung, was das ist? Gucken wir mal. Ja, muss man jetzt überall drauf... Oh, nee, das sieht da jetzt durchklicken, da habe ich jetzt aber gar keinen Bock zu. Ich hoffe, es wird gleich noch erklärt, was drin ist. Ja, die Keylights sind schon geil, habe ich hier ja auch, ne? Lässt sich schön mit Smartphone steuern und so, alles geil. Aber ganz schön teuer, die Dinger. Die kosten schon richtig viel Geld. Ja, den Camlink hatten wir vorhin schon ausgepackt. Ja, Camlink habe ich ja keine guten Erfahrungen mitgemacht, wisst ihr ja. Habe ich ja immer Tonprobleme mit gehabt und seitdem nutze ich ja die Elgato HD60 Pro und damit funktioniert alles bestens. Und Camlink kann nur 4K30, das ist auch ein bisschen doof. Also die Camlink 4K zumindest. Brauchen wir natürlich später für die Kamera. Der wird einfach per USB hinten an den PC gestöpselt. Was auch noch auf jeden Fall am PC gestöpselt wird, sind hier die paar Sachen, die ich noch auf dem Tisch liegen habe. Zum Beispiel hier das schöne Elgato Stream Deck. Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Wer sich so ein bisschen mit Streaming auskennt, Elgato Stream Deck schön und gut. Aber wozu? Also wenn Elgato mir eins schickt, nehme ich das gerne, überhaupt keine Frage, also schickt's rüber. Aber ganz ehrlich, wozu ein Elgato Stream Deck? Warum? Man hat doch eine Tastatur. Das reicht doch. Ich habe hier eine Tastatur. Hier schön, in 10er Block kann ich doch genauso gut als Stream Deck nutzen. Ich oder eine zweite Tastatur anhängen oder irgendwas. Wozu brauche ich eine, was kann das denn Besonderes, dass es nicht die Tastatur reicht? Also, ich weiß es nicht. Für das Aua, ne? Ja, aber das kann ich ja auch auf der Tastatur machen. Und für Sounds, ja, ich verstehe euch, ihr schreibt alle, was man mit dem Stream Deck machen kann, das weiß ich ja. Aber das kann man alles mit der Tastatur machen. Dafür brauche ich ja kein Stream Deck. Das verstehe ich halt nicht. Ja, also irgendwie, weiß ich nicht. Nur, man kann damit so viel machen, ja, aber was? Vielleicht muss ich das haben, damit ich es schätzen weiß. Ja. Keine Ahnung.
Ja, oder hier, der Klütz schreibt schon richtig, wenn du so ein Noob bist wie Kaya, ist es einfacher als mit der Tastatur. Das ist zum Beispiel ein Argument. Also alle, die Stream Deck nutzen, sind Noobs, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ja, und leuchten kann das Stream Deck natürlich, ne? Aber es ist ja einfach nur eine zusätzliche kleine Tastatur, mehr ist das ja nicht. Zumal sieht es so aus. Da ist im Lieferumfang einmal natürlich das Stream Deck selbst mit den LCD-Tasten. Und dann noch einmal hier so ein Tischfuß, den man so in ein paar verschiedenen Stufen einstellen kann, so wie man es mag. Zack, dann setzt man das hier drauf. Und dann Der Mufasa schreibt, versuch dir mal die Tastaturbelegung für 16 Effekte zu merken, dann hast du die Vorteile vom Stream Deck. Ja, aber das hat man ja in einer Zeit drin. Also das dauert nicht lange, bis du hier die Tasten weißt. Wie viele Tasten hat man hier? Hier hat man ja auch, ja, hier hat man 15 Tasten, ja. Also mein 10er-Block hat jetzt 15 Tasten, kriegst du damit sicherlich auch irgendwie einigermaßen hin. Also, ja, okay, das ist ein Argument, was jetzt nicht, was auch durchaus in Ordnung ist. Ach nee, sind nur 15, sind nicht 16, ne? Da sind auch nur 15 drauf. Kommt das Stream Deck dann einfach per USB hinten an den PC dran. Braucht jeder Streamer, ne? Man kommt ja fast nicht dran. Ja, ja. Ohne sowas. Und der Lukas, ich danke dir für deinen ersten Sub auf diesem Kanal mit Twitch Prime. Für uns noch eine Tastatur für den Gaming-Monitor. Für den Gaming-PC. Und eine Tastatur für den Streaming-Rechner. Ach so, jetzt verstehe ich, was ihr meintet. Zwei Systeme in einem PC sind das. Habt ihr ja vorhin geschrieben. Also einmal einen Streaming-Rechner da verbaut und einmal den Gaming-PC, alles klar. Akrabos, Mahlzeit, willkommen. Und zwar sind es mechanische Tastaturen. Zeige ich euch mal ganz kurz. Schick, schick. Auf der Rückseite weiß und vorne schwarz mit einer pinken Intertaste. Yay. Ja, zwei Wieso Stück denn pink? Davon. Wieso, warum? Leute, warum? Wieso? Welcher Gamer? Es tut mir leid, liebe Frauen, aber es ist ja nun mal Fakt, die Mehrzahl der Gamer, also der PC-Gamer, ist nun mal männlich. Da brauchen wir nicht rumdiskutieren, ist ja nun mal so. Welcher männliche Gamer will eine Tastatur mit einer pinken Enter-Taste? Welcher Gamer will das? Hä? Also rot, blau, grün, orange natürlich, alles gut. Aber pink? Warum machen die das? Ja, oder die ist für Damen da. Weiß ich auch nicht, ne? Oder ich weiß nicht, gibt es die Tastatur mit unterschiedlichen Enter-Tasten? Aber wieso? Voll identische. Und außerdem braucht Kaya ja auch Mäuse. Das heißt, wir haben hier zweimal die Endgame Gear XM1. Das ist die ganz, ganz neue. Jetzt habe ich euch auch kurz. Das sind natürlich so E-Sport-Mäuse und die braucht der Kaya auf jeden Fall. Ich habe immer noch meine Logitech E500 hier. Da ist er. Deswegen brauche ich auch immer noch spitze. Entsprechend eine Maus. So. Zack, da haben wir das gute Stück. Das ist eine sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr leichte E-Sport-Maus. Wirklich ein Fliegengewicht, einen schönen matten Schuh. Ich mag keine leichten Mäuse. Mag ich echt überhaupt nicht. Also ich finde das ganz geil, so früh. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch aktuell ist, weil ich kaufe so selten eine Maus. Also eine Maus wird bei mir locker 10 Jahre alt. Gibt es das immer noch so? Die aktuellen Mäuse, haben die immer noch Gewicht? Gewichtet dabei Titanium Turbo, 2 Monate. Ich danke dir recht herzlich, mit Twitch Prime abonniert. Haben die aktuellen Mäuse, die man so kaufen kann, die modernen, immer noch Gewichte damit bei? Weil ich fand es immer ganz geil, dass da Gewichte bei waren, weil ich so eine schwere Maus viel geiler finde. Ich weiß nicht, also wenn jetzt die Profi-Gamer, wenn die leichte Mäuse wollen, ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich will auf jeden Fall ein bisschen Gewicht dran haben. Also das stört mich überhaupt nicht, wenn ein Mäuschen ein bisschen mehr Gewicht hat. Schwarz, ein super Klickgefühl, richtig guten Sensor. Ja, der GS-Mod schreibt schon, Gewichte kenne ich bei recht wenigen. Ja, war mal so, vor 4-5 Jahren war das mal sehr aktuell. Da haben fast alle Mäuse so kleine Gewichte dabei gehabt. Mit sozusagen null Delay, also wirklich 0 Millisekunden Delay. Dafür ist die Maus halt ausgelegt. 2 Stück davon jeweils für den Gaming und Fun den Rechner. Und ach ja, und natürlich bekommt der auch noch eine Nitro Deskmat. Nee, Dirk, ohne Kabel kannst du vergessen. Weil das ist wirklich für den E-Sport-Bereich absolute Grütze. Kabel, also
Wireless, sagen wir mal so, hat immer Latenz. Immer. Wireless ohne Latenz geht nicht. Jeder E-Sportler wird mit Kabel spielen. Mit Kabelmaus und Kabeltastatur. Ist so, bleibt so. Und ich bin zwar kein E-Sportler, ich mag keine kabellosen Geräte. Also ich würde sie schon mögen, wenn die perfekt funktionieren würden. Aber ich habe bisher mit kabellosen Sachen immer Probleme gehabt. Es ist einfach zum Kotzen. Aber die ganze Kabellage, die hier rumhängt, finde ich natürlich auch nicht besonders geil. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Und zwar... Ja, Dirk, Kaya merkt das sowieso nicht. Kaya kann auch kabellose Geräte nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was er so zockt und alles, aber so ein Kaya, der relativ wenig Ahnung von der Materie hat, ob der jetzt 20 Millisekunden mehr oder weniger hat, das interessiert ihn nicht. Interessiert mich aber auch nicht. Müsste das eine schwarze sein? Nee, nur auch Kopfhörer-Headsets immer mit Kabel. Ich habe keinen einzigen kabellosen Kopfhörer oder Headset. Habe ich nicht, will ich auch nicht. Nein. Weil ohne Unterlage zockt sich das mit einer Maus natürlich nicht so geil. Ach, wirklich? Ja, schwarz. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich hier, ich habe mal von SteelSeries hier, das ist schon 4 Jahre her, das war, glaube ich, so das erste, die erste Hardware, die ich jemals gestellt bekommen habe von der Firma. Da habe ich so eine Maus getestet und, ne, zwei Mäuse waren das sogar. Die habe ich damals getestet, die waren auch ganz geil. Und die haben mir dann hier das große SteelSeries Mauspad dazugelegt. Und ich dachte mir nur, was soll ich jetzt mit so einem riesen Mauspad? Wozu? Ich brauche das doch gar nicht. Mittlerweile will ich nie wieder ein kleines haben. Das ist so geil, weil die Tastatur hier auch draufsteht. Und überall hast du hier die weiche Teppichunterlage oder so. Nie wieder ohne so ein riesen Mauspad. Auf keinen Fall. Haarlose Zahnlücke ist auch wieder dabei. Mahlzeit. Schön groß. Weil mega cool. Der hier auch einen großen Tisch. Und... wie gesagt, zwei Mäuse, zwei Tastaturen. Das wird ganz schön voll hier auf dem Tisch. Brauche natürlich dementsprechend auch eine große Unterlage. Ja, das war es dann erstmal so zum... auch nicht schlecht, der Batman 85 schreibt, Kopfhörer gehören ohne Kabel. Wenn man Teamspeak oder Discord ist, können die anderen mithören, wenn man auf den WC geht. Nein, das will ich nicht, ist ganz schlimm in meiner Xbox-Truppe. Wir zocken ja schon seit Jahren zusammen, ne? Und wir, die anderen haben auch nur alle Headsets ohne Kabel. Boah, und ich hasse es, wenn einige davon dann wirklich aufs Klo gehen. Und die machen das mit purer Absicht. Die gehen aufs Klo und man hört den Strahl, ne? Das machen die mit purer Absicht, die Säcke. Ehrlich, es ist so schlimm. Und die Säcke war jetzt natürlich eine freundschaftliche Beleidigung. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Und ich immer, la, 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 ich will das nicht hören. Und dann schön Hände waschen hinterher, aber ganz, ganz kurz, ne? Dann weiß man schon, na, da hätte aber mal ein bisschen länger waschen können. Und nein, das geht gar nicht, ey. Wie kann man sowas nur bringen? Aber naja, ist halt so. Ja, Gaming-Zubehör, Streaming-Zubehör. Wir haben natürlich noch ein paar Audiosachen und Kamera und Mikrofon und sowas. Das zeigt euch dann aber gleich der Johann. Genau, ne? Fun Club. Und dann, danach noch so schön hinein rauslassen, ne? Da, das machen die Jungs. Wenn jetzt einer von denen zuguckt, der wird das auf jeden Fall bestätigen. Mann, ist doch. Alter, was ist das denn? Das ist schon groß, ne? Boah, cool, ne? Wo ist das? Genf? Genfer See? Ich kenne mich da nicht so aus. Weil es sind ja viele Seen, die es in der Schweiz gibt, aber das sieht schon sehr idyllisch aus, würde ich mal so sagen. Nicht schlecht, also hat sich Kaya auf jeden Fall eine schöne Aussicht geholt. So Leute, wir haben jetzt hier das Go XLR, das ist von TC Helicon, ein Mischpult, Regler, Audio-Interface, alles so ein bisschen zusammen mit ganz vielen Effekten und so weiter. Brauche ich ja auch noch, ne? Brauche ich ja auch noch. Jetzt warte mal kurz, ich habe mir glaube ich schon... damals haben wir ja über die ganzen Mischpulte und so ein bisschen rumgestreamt und da war hier Berlin's Tod ja auch noch dabei, der hat mir noch Tipps gegeben. Aber Go XLR ist ja, glaube ich, ganz geil. Ich mache mir da mal eben Lesezeichen von, weil ich mir ja auch ein Mischpult bestellen will. Damit ich das nicht vergesse. So, machen wir eben Lesezeichen da rein in... wo packen wir es denn mal rein? Ja, einfach mal einen YouTube-Ordner hier. Werde ich schon wiederfinden. No. Dann sofort. Ja, das wird der gute Kaya als, ja, wie gesagt, zentrales Audio-Mischpult benutzen, um seinen Stream zu mixen. Der hat sich nämlich schon ein Rode NT-USB, hätte ich fast gesagt, nee, das ist kein NT-USB, ein Procaster geholt. Und das wird dann nämlich hier drüber auch gespeist und angeschlossen. Da ist hier so ein USB-Kabel dabei und natürlich das
gute Ding an sich. Ist das gar nicht mal so groß, ne? Das geht ja noch. Gesagt, was eben ganz, ganz viele Funktionen auch noch nebenbei erfüllt, wie zum Beispiel Mikrofoneffekte, also sowas wie Equalizer, De-esser und Kompressor. Und es gibt eben auch solche, ich sag mal eher. Echt? 350 Euro kostet das Ding? Ohne Witz? Na komm, dann gucken wir mal gemeinsam eben. Brauche ich jetzt nicht auf meinem anderen Browser gucken hier. Da ist es doch schon. Ach, ist das was Spezielles von Thomann? Oder ist das nur von Thomann? Oder? Boah, ja, ich kann mich daran erinnern, das Ding. Damals im Stream habe ich mich auch schon über den Preis gewundert. Aber okay, für Mischpult ist es jetzt gar nicht so teuer. Aber ich habe jetzt echt mit irgendwie 200 Euro oder was gerechnet. Das knallt natürlich schon. Und ganz ehrlich, es sieht ein bisschen, also das sieht nicht professionell aus. Ich finde, das sieht so ein bisschen wie so ein Kinderspielzeug aus, oder? Das ist mir zu bunt, das ist mir zu viel. Das sieht echt aus wie so ein Kinderspielzeug, weiß ich nicht, da komme ich nicht so ganz mit klar. Kann man die LED, die Farbe denn zumindest ändern oder ist das immer blau? Ist das immer blau? Nun, LED und Displayfarbe änderbar, das finde ich schon mal ziemlich geil. Ne? Da kann man es auf jeden Fall in Orange machen. Aber so, also optisch finde ich das jetzt nicht wahnsinnig geil, ne? Romanski schreibt es auch schon, die Regler sehen billig aus. Ne, aber okay, ne, aber ich denke mal, das Ding ist ja ziemlich bekannt. Und das werde ich mir dann sicherlich auch mit meinem neuen Mikro holen, wenn ich mal irgendwann mal Bock drauf habe, mir das heute mal endlich zu bestellen. Wo ist das Video denn jetzt? Da. Für einen Mischpult vielleicht untypischen Effekte, weil das eben von TC Helicon kommt, was ja so ein bisschen so eine Effektfirma ist, habe ich auch einen Sampler mit dabei, ein Echo, Reverb, Pitch und ein Agenda, was wir alles hier drüber belegen können. Wir haben so einen Deep Sound mit dabei, das alles ist. Wir können uns natürlich muten. Was denn Agenda? Das kommt RGB beleuchtet, wir können hier alles ein- und ausstellen. Wir haben hier Motorfader mit am Start und das ist eben ein sozusagen Audio-Device, was für Streamer extra ausgelegt ist und das haben wir dem guten Kai eben auch empfohlen, das hat er sich gekauft und das werden wir jetzt mal aufbauen. Ach so, das ist gar kein von Case King gestellter PC, alles klar. Das ist ein extra für Kai, okay, so verstehe ich es zumindest. Er hat gerade gesagt, das haben wir für Kai ja gekauft und so. Vielleicht ist das zusätzlich, aber die haben ja auch nichts dazu gesagt, es war ja überhaupt keine Einleitung. Hier, wir sind jetzt bei Kai, er kriegt jetzt einen neuen PC. Also die haben gar nicht mal gesagt, ob Case King den jetzt gesponsert hat oder nicht. Also so wie ich es jetzt verstehe, wollte Kai einen PC haben, hat bei Case King sich gemeldet oder vielleicht umgekehrt und er hat ihn höchstwahrscheinlich bezahlt oder so ein bisschen bezahlt oder was, ne? Ja, nur die haben nichts dazu gesagt. Nein, Morgenmuffel, was geht denn hier ab? 2500 Bits knallst du hier mal eben raus? Alter Schwede, du bist jetzt aber weit die Nummer 1 in Sachen Bits heute, ne? Blanker Wahnsinn, Morgenmuffel, wie geil ist das denn? Vielen, vielen Dank und willkommen erstmal. Du warst noch gar nicht hier drin, ne? Super. Der Muffel. Also so am Abend geht's dir ja gut. Da bist du ja nicht so morgenmuffelig, ne? Ihr kennt doch diese eine Nummer wie Nebukadnezar, hieß, glaube ich, das Schiff, wo sie Neo aus der Matrix gefischt haben. Und oh, ich liebe Matrix. Okay, mehr als zwei Screens, aber... Ich liebe Matrix. Ich bin Operator, so genau. Ich fühle mich jetzt wieder Operator. Operator, get me out here mit dem Bananenhandy. Also ganz ehrlich, Kaya ist ziemlich ruhig, ne? Also man hat den ja so schon mal, ich habe den ja zum Beispiel schon mal auf der Gamescom, also nicht persönlich so getroffen, er ging zwar vor mir her, aber wir haben den ja hinterher so mit anderen Leuten gesehen, da war der so richtig bam, 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 powermäßig drauf. Also der ist schon so privat und so ist er, glaube ich, auch, wenn er will zumindest, kann er schon ein bisschen Show machen. Mich wundert so ein bisschen, dass er hier so ruhig ist. Ungewöhnlich. Cracky, wo ist Cracky? Wo ist Cracky? Ist Cracky da? Mal gucken, angezeigt in der Liste wird er noch nicht. Hä? Ich sehe keinen Quickie. Quickie war schon ewig nicht mehr da. Hinter dir, Monty? Nein, wie schrecklich. Ja, wenn Quickie da ist oder so, dann auf jeden Fall willkommen. Und wenn er nicht da ist, dann nicht willkommen. Nee, Quickie war schon, der war schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten nicht mehr da. Finde ich schade, aber ich war bei Quickie auch schon seit Wochen, Monaten nicht mehr im Stream, weil ich samstags abends eigentlich keine Zeit oder habe oder es ist mir einfach zu spät. Ne? Gestern Abend konnte ich halt auch nicht. Was damals the shit war, das Nokia Bananen Handy 1999 oder sowas. Jeder wollte es haben. Operator, I need an exit. Got one. Nein, ich bin immer noch mega beeindruckt. Das Beste an dem Setup ist dieses Ding hier, ehrlich gesagt. Das wollte ich schon immer mal haben. Ist auch cool.
Nein, es sieht wirklich mega professionell aus. Ich fühle mich jetzt herausgefordert. Jetzt muss ich liefern. Jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Weil die letzten Monate konnte ich immer auf Case King alles schieben. Ich hatte so viele Anfragen aus den USA. Ich habe gesagt, yes, but I have to wait for Case King. Und jetzt Ich bin so alt, ich habe Matrix im Kino gesehen, als er rauskam. Ich habe Matrix auf DVD gesehen, als gerade die ersten DVD-Player rauskamen. Das war ja um die Jahrtausendwende, da kam Matrix raus. Und das war einer, also es war weit, also definitiv nicht mal ansatzweise die erste DVD. Ich glaube, Matrix war die tausendste DVD, die in Deutschland oder weltweit erschienen ist. Der tausendste Film auf DVD, das war, glaube ich, Matrix. War irgendwie im Jahre 2000. Da waren DVD-Player noch relativ neu und die haben die meisten noch nicht im Wohnzimmer stehen gehabt. Da kann ich mich nur dran erinnern. Hat Case King delivered und now I have to deliver. Aber ich kann nicht arbeiten, solange diese beiden Monitore verschoben sind. Das wollte ich mal sagen. Ich bin da autistisch, was das betrifft. Das muss wirklich. Es dauert nochmal, ne? Ein Jahr oder zwei, bis die beiden Monitore. Nein, ich freue mich tierisch. Ich glaube, wenn Kaya und ich ein Bier trinken würden, ich glaube, wir würden uns super verstehen. Der ist mein Alter, irgendwie, der hat so meine Ansichten, der ist cool drauf. Und ich glaube, Kaya und ich mal so ein Bierchen trinken gehen, ich glaube, das wird ziemlich lustig werden. Ich glaube schon. Das wäre schon ziemlich geil, ne, Kaya? Das Setup steht fast. Wir haben ja noch mal ein paar Stunden gemeinsam, dass mir dann die kompetenten Jungs erklären, wie das alles funktioniert. Weil es sieht schon mal hammermäßig aus. Aber damit ist ja nicht getan. Das muss man alles mit Content füllen. Zum Beispiel rede ich hier die ganze Zeit rein, das Ding ist gar nicht angeschlossen. Das müssen die mir alles noch erklären. Der hat keine Ahnung, der hat überhaupt keine Ahnung. Also da reinreden. Also ich freue mich wirklich. Ihr seht, der Technikexperte hat es drauf. Der hat keine Ahnung. Und von der Qualität werden die Streams. Ich frage mich dann, was hat er denn auf der Gamescom überhaupt gemacht? Der lief ja auf der Gamescom rum. War es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie krass. Nein, da freue ich mich wirklich. Morgen werde ich zum Experten ausgebildet und dann hoffe ich, dass ich diese Technologie aus der Zukunft auch bedienen kann. Wir sehen uns. Ist nicht aus der Zukunft, Kaya. Okay, to be continued. Da kommt also, oder wenn, dann müsste das Video hier unter, drunter verlinkt sein, oder? Weiß das einer? Gibt es ein zweites Video zu? Also auf jeden Fall geiles Video. Wir gucken mal eben bei Case King auf der Seite. So, gehen wir mal. Videos. Suche. Kaya. Was streamst du, Kaya Nass? Achso, da ist Teil 2. Wusste ich ja gar nicht. Ja, da machen wir jetzt logischerweise hier jetzt nicht eine extra Reaction zu, sondern da gucken wir uns den zweiten Teil natürlich sofort hinterher an, ne? Geht nochmal 10 Minuten. Okay, das Video ist jetzt schon 33 Minuten lang, aber dann wird es halt ein etwas längeres Video. Kann ich nicht ändern. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall auch noch rein. Da mache ich jetzt auf keinen Fall einen zweiten Teil von. Heute Tag 2 hier. Wir sind wieder bei Kaya Jana zu Hause in seiner guten Wohnstube. Und der Shira ist endlich mal geschafft, deinen Stream zu gucken. Das freut mich aber. Johannes und der Kaya schon ein bisschen am Rumbasteln da, am Setup. Wir haben heute noch ein bisschen was vor, denn wir müssen noch das Kamerasetup komplett aufbauen. Beziehungsweise das macht der Johannes dann im Video. Das sieht mir in einer Panasonic GA5 aus. OBS, Twitch und alles, was noch dazugehört, einrichten, alles hier so perfekt ausleuchten, Kabelmanagement noch von dem ganzen Setup machen. Und das sehen wir heute. Ich würde mich freuen, wenn die den PC mal vorstellen würden, ne? Also ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass sie in den 10 Minuten den PC jetzt mit den Komponenten nicht vorstellen werden. Und das ist ja schade. Also das Video finde ich geil. Also das erste Video fand ich wirklich mega geil. Also Gruß an Tom und an Case King und auch an wie hieß der Kollege jetzt nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe den ja auch schon mal kennengelernt. Finde ich wirklich geil, das Video. Aber was mich tierisch stört, ist, es war keine vernünftige Einleitung. Warum hat Kaya den PC gekriegt und so weiter? Es wurde überhaupt nichts dazu gesagt. Und das Ärgerliche halt, dass die Komponenten nicht vorgestellt wurden. Aber nicht mal in Kurzfassung oder so. Schade. Ich sag mal, wir switchen einfach mal darüber und ich verschwinde. Es gibt bei Twitch dieses, also Folgen ist auf Twitch das, was auf YouTube abonnieren ist, also einfach. Boah, der weiß nicht mal, was Folgen und Abonnieren auf Twitch ist. Oder, ach so, jetzt verstehe ich's. Das ist ja schon länger her. Ich gehe mal davon aus, dass Kaya ja erst seit Februar auf Twitch ist. Weil im Februar ging das mit Corona ja so langsam los. Da hat er vielleicht schon gesehen, oh, wir kriegen Probleme. Und dann wollte er anfangen zu streamen. So läuft der Hase, weil ich bin natürlich immer noch in der jetzigen Zeit.
Und deswegen wusste er das noch nicht. Also müssen die ihm deswegen noch das Twitch erklären und alles. Höchstwahrscheinlich Twitch auch noch einrichten. Und er hat zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch null Ahnung von allem gehabt. Ne? Ja, so ist es. Sozusagen jemanden verfolgen, eine Benachrichtigung bekommen, wenn man live geht und so weiter. Das ist hier oben dieser Folgenknopf. Mhm. Und es gibt rechts daneben Abonnieren. Das Ach, Gronkh hat ihn angestiftet. Okay, danke. Im Normalfall. Es gibt auch für 10 und 25, wenn man das unbedingt will. Ach so, du kannst... Akrabos schreibt aber, nee, er hat schon vorher gestreamt, okay? Ja, so kam es mir zumindest vor, ne, dass die jetzt sein Setup jetzt aufgebessert haben, aber dass er vorher vielleicht schon was gemacht hat, ich weiß es nicht. Wie lange streamt er denn schon? Ich gehe mal, genau, hier, der Andro schickt nochmal seinen Kanal rein. Ich klicke mal eben drauf. Kann man auf Twitch sehen, wann der Kanal eröffnet wurde? Weiß ich gar nicht. Steht das irgendwo? Guck mal, Kayana schlägt diese Streamer vor. Schlorox und Gronkh. Ja, guck. Aber wie alt der Kanal ist, nee, kann man nicht sehen. Der hat 248.000 Follower, ey. Wie pervers ist das denn? Ja, okay, ist schon geil, wenn man dann entsprechend berühmt ist, ne? Das ist schon eine coole Sache. Muss ich ja zugeben. Ja, ich bin neidisch, ja. Ihr habt ja schon recht. Abonnieren, 20% Rabatt sehe ich gerade. Kostet heute weniger. Benachrichtigung, ne. Social Blade Stats? Bei Social Blade steht ja eigentlich immer, wann der produziert wurde. Sehe ich jetzt aber auch irgendwie nichts. Weiß das einer, ab wann? Januar oder Februar? Ist von Anfang des Jahres. Okay, dir. Also zu lange hat er zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht gestreamt. Im Monat 10 Euro zahlst und dann hast du YouTube Premium und kannst alles werbefrei kaufen. Das gibt's auch noch. Das ist wieder was anderes. Genau, das ist Amazon bzw. Twitch Prime. Also Twitch ist ja eine Tochtergesellschaft von Amazon. Ja. Genau. Und Twitch hat sich mit Amazon zusammengetan und Twitch Prime entwickelt. Mhm. Damit kann man einen Streamer im Monat kostenlos abonnieren. Also denk dran, ne? Hier, abonnieren. Einmal im Monat kostenlos. Das hier geht einmal im Monat bei einem kostenlos. Bitte. Ja. Und derjenige kriegt aber trotzdem seinen Anteil sozusagen davon. Okay. Also daran verdient Twitch natürlich mit. Das heißt, du als Streamer kriegst nicht die vollen 5 Dollar, sondern... Aber jeder Kanal kostet so. Hier in dem Fall 4,90. Genau. Wenn du jetzt sozusagen Teil eines Kanals sein willst, das ist so ein bisschen so ähnlich wie Patreon. So kannst du dir das hier vorstellen. Das heißt, du bezahlst 5 Dollar und kriegst dann eben hier solche Emojis freigeschaltet, von Gronkh selber gestaltet. Und du kannst in den Stream, also seinen Stream, natürlich werbefrei gucken. Und der Mai Wappels hat uns sofort rausgelassen, aber in Stufe 1 Sub, höchstwahrscheinlich die 20% eben genutzt. Du kannst die Emojis auf Twitch komplett überall verwenden, also nicht nur in seinem Chat. Und Silber auch, abonniert mit Twitch Prime, wenn, vielen Dank, 6 Monate Silber. Bei, keine Ahnung, die Rocket Beans, was du eben gesagt hast, zu gucke, kann ich auch die Gronkh-Emote zu wenden. Ja, manche haben auch hier unten so eine ganze Liste, was es da noch gibt. Manche Leute machen auch so Sub-related Gewinnspiele manchmal oder man kann dann mit dem mal zusammen zocken oder so. Was ist denn Sub-related Gewinnspiel? Was ist das? Gewinnspiel, was irgendwie dann entsprechend, wofür man subben muss, um irgendwas zu erreichen, höchstwahrscheinlich, ne? Wäre auch mal eine coole Idee, eigennützige Idee, ne? Mal ein Gewinnspiel zu machen und ja, dann ihr subbt ohne Ende und kriegt dann entsprechend was geschenkt. Mhm. Ich habe mich mit Twitch, ihr merkt es gerade, ne? Ich habe mich mit Twitch in der Hinsicht noch null beschäftigt, was es da für Ideen gibt, um mal so ein bisschen die Leute zu animieren, zu subben und zu donaten und so weiter. Wirklich absolut null. Ich habe es nur mal bei Nerd Over News gesehen. Bei Nerd Over News, der macht das ja teilweise sehr krass. Der macht so alle paar Monate oder einmal im Jahr oder so, macht er so einen Stream. Da zockt der Mario. Und ich glaube, da geht es dann darum, es kann sein, dass ich mich jetzt so ein bisschen vertue. Immer ab einem bestimmten Betrag, der donated wird, spielt er länger. Das heißt, der Stream geht teilweise brutal lange. So und so viele Minuten kosten da dann, glaube ich, irgendwie so und so viel oder Donation oder Abos oder so. Irgendwie sowas. Und da kommen unglaubliche Mengen zusammen. Ne? Die Leute donaten da wie blöde. Muss ich vielleicht auch mal machen. Sagen, dass ich nur 2 Stunden streame und alles, was länger dauern soll, jede Minute ein Sub oder 1 Euro. Wäre frech, ne? Nein, ich weiß ich nicht. Ich mag sowas eigentlich nicht. Ich will euch nicht grundlos für Subs oder so ausnutzen. Aber das Schlimme ist, es funktioniert. Das ist ja das Üble. Mhm. Und die Norm, vielen Dank für 2 Monate. Der Luca Lisian schreibt, da gibt es einen Befehl bei Twitch für. Okay, keine Ahnung. So Leute, wir haben uns jetzt mal hier das Kamera-Equipment vom lieben Kaya geschnappt. Der hat sich nämlich eine Sony Alpha 6600 mit einem doch keine Panasonic, Sony okay. 1635 F2.8. Ja, die Kamerapackungen sehen alle gleich aus, ne? Ich dachte vorhin, das wäre jetzt eine Panasonic GH5 gewesen. Die sehen alle gleich aus. Das ist fürchterlich. Gegönnt.
Wofür braucht er das? Hä? Ein 16:55 mm für Twitch? Hä, warum? Warum braucht man denn ein Objektiv mit unterschiedlicher Brennweiteneinstellung für Twitch? Festbrennweite und fertig. Du zoomst doch nicht oder sonst was. Ja, okay, warum nicht, ne? Aber du kriegst ja ein viel geileres Bild mit der Festbrennweite hin, mit schön offener Blende. So wie ich's habe. Ich habe ja 1 Festbrennweite, ich habe 1,4er Blende. Badam, 85, danke dir für den Sub. Ne, also, Funclub 45, Monty verkauft sich, pfui. Ne, mach ich halt nicht. $60 für eine Stunde, Monty, mehr, nicer Deal. Ja, okay, machen wir 2 Euro oder 2 Dollar. Nö, also so teuer ist das, also objektiv glaube ich nicht. Er schreibt gerade einer, wenn Geld keine Rolle spielt, 16:55, 2,8er Blende, das ist bezahlbar. Was kostet, okay, es ist viel Geld. Ich denke mal, das kostet 500 bis 800 Euro. Das ist natürlich eine Menge Geld, trotzdem Objektive sind nun mal brutal teuer, weil die, ne, die ganzen Linsen, die da drin sind, das ist halt wirklich Feinstarbeit. Und deswegen günstige Objektive sind meist nicht so schön. Ich habe ja auch, meine beiden Objektive haben auch irgendwie, das dicke hat 800 Euro gekostet und das kleinere, die Festbrennweite, ich glaube 500 Euro, ne? Aber das ist für ein Objektiv eigentlich nicht viel Geld. Das geht. Die relativ neue Sony Alpha 6600. Das ist eine APS-C-Kamera, also mit relativ kleinem Sensor. Und 2 Euro von GS Mods, vielen Dank, ich fühle mich so benutzt. Ja, du wurdest gerade von mir benutzt. 2 Euro. Beziehungsweise ist relativ klein, aber ist sozusagen ein etwas kleinerer Sensor als Vollformat. Damit aber eben auch mit einem Crop-Faktor. Und aber eben die neueste Kamera in der Sony APS-C-Riege. Mit und 100 Bits von Akrabos, vielen Dank. Natürlich auch mit am Start. Schöne Kamera, eben mit Sony E-Mount. Und tatsächlich momentan so mit der beste Augen-Autofokus oder generell Autofokus, den es auf dem Markt gibt. Ja, der Autofokus meiner GH5 ist natürlich nicht so geil, ne? Das ist der große Nachteil dieser Kamera, aber so viel bewege ich mich ja nicht, das geht ja eigentlich. Ich sehe gerade, ich bin blau. Ich habe nichts gesoffen, aber ich bin so blau. Was denn hier los? Fällt mir jetzt erst auf, ich habe die ganze Zeit mein Bild nicht angeguckt. Warum bin ich denn so blau? Nein, es ist nicht der Alkohol, ich schwöre. Ich bin voll blau. Das muss ich jetzt erstmal ändern. Video konfigurieren. Habe ich doch die Tage schon geändert eigentlich, ne? Farbton. Ach genau, muss ich in der Kamera ändern. So war das, ne? Farbton. Ne, jetzt bin ich ein bisschen zu grün. Wird nicht besser, ne? Ich bin voll blau. Voll kacke. Ich lasse das jetzt so. Das geht einigermaßen. Voll blau. Egal, ich schalte jetzt wieder um. So, das sind deine Kerne. So, Gronkh, take this. Das hat er. Gronkh, ich will Kerne nicht ab. Das hat er auch. Aber, ja. Mist. Ja, das sind die anderen Kerne. Ja, PC. Die hat er nicht. Die sind nicht so, das sind nicht so viele, aber die sind schneller, die Kerne. Ja. Die sind ganz, ganz böse. Ja. Und guck mal, hier steht noch, ein Ti hinten dran. Da steht 2080 Ti, ne? Ah, ach so, nur die Karte. Ich dachte, jetzt kommt der ganze PC. Ja, okay. Ich befürchte, die wurde von Asus gesponsert. Es stand ja vorhin drin, hier, Video enthält Produktplatzierung oder irgendwie was. Ich befürchte, das ist die Produktplatzierung. Aber ich bin ja ein Fan davon, Produktplatzierung auch wirklich im Video genau zu markieren, was jetzt eine ist und was nicht. Weil ich hasse das, wenn das nur am Anfang des Videos kurz steht und du weißt ja gar nicht, was jetzt überhaupt die Produktplatzierung ist. Finde ich bei, allgemein finde ich das nicht geil. Yes. Yes. Aber der PC ist geil. Der knallt schon. Prinz Loselot, Edmond, das Monty bekommst du nächste Woche an der Xbox Series X. Guck mal ganz vorsichtig nach da. Da, wo der weiße Controller liegt. Guck mal ganz vorsichtig. Es ist zwar ein bisschen dunkel und guck mal da unten die Verpackung, die unterste. Guck mal, was man da eventuell erkennen kann, was da draufsteht. Nur mal so zur Info. Also,
OBS ist deine Software, die alles, was in diesem schwarzen Fenster ist, ins Internet überträgt. Und das, was du in diesem schwarzen Fenster siehst, das sieht der Zuschauer. Cool. Cool, ne? Und dieses schwarze Fenster kannst du dir im Cheater. Prinzip so gestalten, wie du das möchtest. Es gibt dazu Quellen und Szenen. Quellen ist, glaube ich, relativ klar. Alles, was du irgendwie einbinden willst als Quelle, das gestreamt werden soll, das ist quasi eine Quelle. Aber wie und begeistert Kaya ist. Quellen, also wie jetzt hier gerade die Kamera, wie der andere PC oder auch der PC selber. Das ist hier diese Bildschirmaufnahme, was wir eben hatten. Ne? Diese ganzen Eingabegeräte, nenne ich es jetzt mal sozusagen, die werden angeordnet in diesem Fenster, so wie du es halt haben möchtest. Also ich kann zum Beispiel sagen, hier, ich habe diese Bildschirmaufnahme, die möchte ich aber nicht in dem ganzen Bereich haben, sondern ich möchte... Ich finde das immer doof. Mufasa schreibt jetzt die besten Erklärungen, alles was im schwarzen Fenster ist. Leute, bringt anderen mal besser was bei, ne? Ich finde, er macht das eigentlich ziemlich gut, wenn ich ihm so zuhöre, weil es ist relativ schwierig, anderen Leuten so was vernünftig zu erklären. Ich kann das auch nicht besonders gut, ne? Aber so Lehrer oder so, die bewundere ich in einer Art schon, ne? Weil du musst den Leuten das ja auch wirklich vernünftig erklären, sodass man das versteht, wenn man Laie ist. Also ich kann das nicht besonders geil. Die nur dafür brauche ich ein Video. Alright. Ja, Kaya versteht nur Bahnhof, habe ich auch trotzdem das Gefühl. Schnitti, Mahlzeit! Genau, in Audio kannst du dir hier festlegen, welche Audiogeräte festgelegt oder welche aufgenommen werden sollen. Das ist das Mikrofon, genau. Und das Mikrofon geht bei uns, das ist so ein Rode-Mikrofon, das geht in dieses wunderschöne GoXLR. Und dazu gibt es auch eine eigene Software und das ist nämlich, Moment, so, so, perfekt, das ist die hier, das ist die GoXLR Software, die hat auch sehr viele Möglichkeiten. Wir fangen mal an, ganz vorne bei Mikrofon, da kannst du, ich weiß, kennst du dich so ein bisschen mit Audio-Technik? Interessant, sieht man das auch mal. Gar nicht, ne? Okay, super. es gibt nichts. Verschiedene Effekte für das Mikrofon, die du da drauflegen kannst, die deine Soundqualität verbessern sollen. So genau. Wie ganz viele Stars, moderne, mittlerweile singen quasi. Wenn man ja, die genau. Einmal ohne den Mixer hört, dann... Ja, so, so super gut, das ist kein nennt man das, wie heißt das, was du meinst, Autotune. Autotune. Das ist es nicht, das kann das glaube ich aber sogar auch, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber das hier sind erstmal so Basic-Sachen. Also, der Equalizer macht so ein bisschen... Mehr Bass in die Stimme, ein bisschen weniger Mitten und ein bisschen weniger Fiepen. So, das kann man hier alles boosten und runter machen. Das ist sozusagen ne, Höhen, Mitten, Bässe. Der Frequenzbereich so von so einem Ton. Mhm. Genau, kann man damit sozusagen nochmal ein bisschen einstellen. Das sind alles so, ich sag mal, kleine Spielereien, da würde ich gar nicht so super viel dran machen. Da kann man auch dann nochmal ein bisschen mit rumspielen, wenn du sagst, irgendwie, ja, mein Sound passt mir jetzt noch nicht so hundertprozentig, klingt irgendwie nicht so schön warm oder so. Kannst du hier nochmal ein bisschen mehr Bass reindrehen. Du kommst hier nicht rein. Hallo, hallo. Du kommst hier nicht rein. Pandagadandagadandande, sande rampanting. Das sind ja so Sachen, die bleiben, wer Kaya ja nah regelmäßig guckt, das mache ich ja. Ne? Ich kann seine Shows ja immer wieder gucken. Wer denn wirklich guckt und so, ne? Also wenn ich so mal live neben den sitzen würde und das wirklich so live von ihm hören würde, das wäre schon irgendwie ganz geil, ne? Jetzt nicht in einer Show oder so, sondern wirklich, wenn der hier jetzt sitzen würde. Ich würde mich, glaube ich, so dermaßen ablegen. Ne? Er musste ja gerade hier auch so lachen. Aber Video ist geil geschnitten, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt wird natürlich nochmal die RTX gezeigt. Die haben wir ja gerade eigentlich schon gesehen. Ja, ist ne, ja, 2280 Ti. Wird nochmal gezeigt. Warum? So, wir haben jetzt einen richtig, richtig langen, harten Tag hinter uns. Das Setup für Kaya steht hier einmal komplett. Und zwar hat er jetzt von uns bekommen ein Streaming- und ein Gaming-System, natürlich alles kompakt in einem Gehäuse. Da hat er im Streaming-Rechner zum Beispiel einen 32-Kerner, 64 GB, eine 2080. Ein 32-Kerner, braucht man aber auch. Eine Capture-Card von Elgato. Und im Gaming-System hat er ein 9900KS mit einer 2080 Ti.
32 GB Arbeitsspeicher. Außerdem haben wir von Acer zwei 27 Zoll 4K Monitore gestellt bekommen. Also es wäre jetzt echt sinnvoller gewesen, das am Anfang zu sagen. Ne? Natürlich, alle Leute warten darauf, dass man, wann sagt ihr endlich, was da im PC drin ist? Und wir haben es jetzt selber gemerkt, wir haben jetzt beide Videos zu Ende angeguckt, damit man endlich erfährt, was ist denn da jetzt verbaut. Ne? Trotzdem, ich hätte es am Anfang gesagt. Ich mag es ja auch ganz gerne, so Videos so ein bisschen zu ziehen und die besten Sachen immer zum Schluss reinzupacken, aber das hätte ich am Anfang gemacht. Und zusätzlich hat er noch von Elgato zwei Keylights, ein Stream Deck. Dazu kommt noch ein Go XLR, Streaming Audio Interface. Und wir haben noch zwei Duggy-Tastaturen und zwei Mäuse, also alles doppelt. Das sollte jetzt eigentlich reichen für den Start, denke ich mal. Also läuft Word jetzt flüssig? Ja, ich würde sagen, absolut so, wa? Ja. Mit 20 FPS. Ja, es ist too much, ne? Vor allem, du brauchst für einen Streaming-PC brauchst du auch keine 2080 Ti. Wofür? Sagt es mir, wofür braucht man im Streaming-PC eine 2080 Ti? Da reicht eine 1660er-Karte. Die Karte ist völlig, völlig rausgeschmissenes Geld. Die braucht keiner. Im Streaming-PC brauchst du keine 2080 Ti. Die ist einfach über. Die kann Kaya besser verschenken. Ist unnötig. PS, ja. Haben wir dir jetzt ja heute alles schön eingerichtet. Danke. Sagen, dann machen wir mal eine kleine Prognose für die Zukunft. Da haben wir jetzt noch so einen kleinen Glückskick. Ist auch gesponsert. Freiwillig Let's Plays, jetzt kommt nochmal was. Ich weiß nicht, ob du das vorhin schon geschrieben hast. Nochmal Projekt durchgeknallt von Cinchilli. Hardware-Reviews äußern. So, dann machen wir das jetzt mal so. Wartet mal, ich schalte mal kurz um. Ich schalte gleich wieder zurück, keine Sorge. Ich suche mir das Video jetzt mal eben raus. Dann gucken wir uns das nämlich doch nochmal an. Durchgeknallt. Weil den Cinchilli, den kann man ruhig noch so ein bisschen pushen. Der hat zwar mehr Abos als ich und mehr Klicks, aber ist gar nicht mal so verkehrt. Achso, das sind mehrere Teile. Oh, das ist aber viel. Das ist aber sehr viel. Trotzdem, ich packe das jetzt mal in die Lesezeichen rein. Und da gucken wir auf jeden Fall die Tage nochmal rein, ne? Würde ich mal so sagen. Und jetzt gucken wir weiter. Auch gesponsert von Link Dragon. Ja, dann schauen wir mal, was das Schicksal so für mein... Altmeister, ich weiß, dass ich blau bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich muss gleich mal eine Kamera umstellen, aber erst nach dem Video jetzt. Gaming-Karriere und Streaming-Karriere. Also ich mach's mal auf Deutsch. Oh, ich habe da schon was Gutes gelesen. Sie wurden mit der Gabe geboren, mit Menschen einfach kommunizieren zu können. Nein! Der blanke Wahnsinn! Honka, ja, sag dir da. Hate or love it, ist schon nice, einfach alles geschenkt zu bekommen. Ja, was ganz viele vergessen, zumindest rein rechtlich, muss in Deutschland, Kaya wohnt ja in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das da aussieht, muss man diese Geschenke in Deutschland versteuern. Das heißt, man muss einmal die Umsatzsteuer abführen von den Produkten, das sind 19% schon mal, und man muss Einkommensteuer dafür bezahlen. Das heißt, am Ende bezahlt man quasi die Hälfte dann doch selbst. Also es ist weit entfernt von einem richtigen Geschenk. Ne, vor allem, wenn er es braucht. Ne, wie das jetzt in der Schweiz aussieht, weiß ich nicht, und wie viele das machen, weiß ich auch nicht, aber rein rechtlich muss man es versteuern. Oh, 32 Kerner! Ausgenockt. Kai, erstmal im Krankenhaus. Gut, ne, freut mich. Also, ich freue mich sehr. Das heißt, an euch liegt es nicht, sondern ich habe die komplette. Ich habe die komplette Verantwortung. Kaya ist in welchem Discord? In meinem? Der ist doch nicht in meinem. Oder in unserem Discord, oder? In seinem Discord ist er bestimmt. Das wäre jetzt natürlich ganz geil, wenn Kaya jetzt plötzlich in meinen Discord kommt, weil wir das Video gerade streamen. Aber das war ich mal ganz stark zu bezweifeln. Verantwortung, dass das hier was wird. Schaltet ein auf meinem neuen Twitch-Kanal. Genau. Wir können den dann auch am Ende nochmal verlinken bei uns im Kanal. Und ja, wir wünschen Kaya viel Spaß mit dem ganzen Setup. Danke. Ja, wenn was ist, ruf uns Sharing an. Sharing is caring. Und wir sind damit raus. Johannes und ich sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau, Johannes war's. Ahoi. Bye, bye. Tschüss. Schönes Video. Auch sehr geil, ne? Muss ich sagen. Gefiel mir. Ja, im Prinzip ist das der einzige Kritikpunkt am Video, dass sie die Konfiguration nicht am Anfang gesagt haben. Aber geile Musik. Mega geil geschnitten. Ja, Tom finde ich ja sowieso immer super sympathisch. Kaya auch. Und von daher, ja, schön. Gefällt mir. Und dann ja zum nächsten Video. Und ich sage entsprechend schon mal tschüss YouTube. Und werde jetzt meine Kamera mal den Weißabgleich ein bisschen optimieren. Bis dann.